Hallihallo und herzlich willkommen hier zu Chizza Gaming und zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich habe wieder mal ein Mod fertig bekommen und habe mir gedacht, weil ja der Dodge auch ziemlich gut angekommen ist auf Modhoster, auch nach der klitzekleinen Panne von mir, aber der ist ziemlich gut und hat schon über 1000 Downloads insgesamt, also der geht wirklich gut. Und jetzt habe ich mir gedacht, lohnt halt in i8 hoch. Ist noch nicht geschehen, aber sobald ihr das Video seht, wird er schon auf Modhoster sein. Und da ist er. Endlich mit den originalen Reifen. BMW-Logo drauf gepflanzt, das flackert ein bisschen. Das ist leider Gottes vom Logo her. Auch hier flackert es nicht. Ein wunderschönes 3D-Modell. Auch hier. Die Reifen, die passen auch von der Richtung her. Das ist ein Original. Da ist spiegelt es. Leider Gottes wegen der reflektierend im Wasser. So, ja. Richtig nice, böser Blick. Gucken wir mal rein. Ja, originales Lenkrad ist drin. Kameraposition werde ich noch kurz verschieben, damit das auch schon mittig ist. Dieses Interieur, das finde ich wirklich wunderschön, dass auch farbig ein bisschen angepasst ist. Und ja, ein bisschen chrom. Auch am Lenkrad BMW Logo habe ich auch noch gemacht. Ich habe es endlich zusammengebracht, Lenkrad und Räder zu verbauen. Das linke Rad habe ich eh schon die ganze Zeit gehabt, nur das rechte nicht. Und das haben wir jetzt der Weltmann Zim 209 noch konvertiert und das habe ich dann heute noch gemacht. Ja, schaut richtig nice aus. Mir gefällt es sehr gut. Und wird sicherlich auch im Besitz bleiben bei mir. Was hat er denn so für Funktionen? Einmal die Blinker, also ein richtig nice. Ja, wenn es da ist, schaut links, der vordere Blinker, der wird es da ein wenig verdeckt. Wenn man von vorn reinschaut, wird er halt auch ein bisschen verdeckt von dem Chrom. Das liegt aber leider Gottes nicht an der Corona, sondern am Modell. Tut mir zwar ziemlich leid, aber kann ich leider Gottes nicht anders machen. So, dann haben wir die Running Light. Ja, dass das so irgendwie hin und her tut und verschwindet, wenn man es hier nicht hat. Ist leider auch bei den Rückleuchten so. Aber meiner Meinung nach, die stört am wenigsten. Dann Oppenlicht, Fernlicht und das Ganze bleibt auch an. Oder auch so konzipiert, dass es anbleibt. So, ja, der Farmer, das ist ein bisschen drin. Passt auch im Lenkrad. Fast. Ja, vielleicht würde es nur in der V2.0 besser machen, aber wahrscheinlich nicht. Wenn man das mit Farmer eher bisschen egal ist, aber vielleicht, ich weiß noch nicht ganz. So, dann können wir mal hinten, haben wir das Rücklicht, da sehen wir es komplett. Leider Gottes, die Corona sind ein bisschen weiter hervor, muss eigentlich sehr selten, aber passt trotzdem ziemlich gut dazu. Da sehe ich es sehr, dass es nicht ganz angezeigt wird, wenn man Kamera dreht, aber ja. So viel sieht man schon. Aber dass da mal die Einkerbungen verschwinden. Leider Gottes liegt am Modell. Dann haben wir die Blinker. Sind auch richtig nice. Da verschwinden auch die Coronas. Aber trotzdem sind angepasst, dass wir es sehen. Ja, also von da sieht man es. Und auch von hier sieht man es, so wie es Licht. Sieht man auch fast zur Gänze. Ja, was haben wir dann noch?
Starten wir mal den Motor. Dies ist der originale Motorsound vom Pickup. Von LS, der originale LS-Sound. Ja, Bremslicht haben wir hier. Und Retour von Scheinwerfer. Und sie ist Gang. So, hier. Hoppada. Ja, was ihr da unten noch sehen könnt, ist der Auspuff Rauch, der Auspuff gefallen. Der ist auch in Wirklichkeit da unten. Ich weiß leider noch nicht, ob ich da vielleicht durch einen rein elektrischen Sound einbaue, aber wahrscheinlich nicht. Und einen Originalsound von dem zu bekommen ist ziemlich schwer. Also habe ich jetzt den LS15 Standard Sound drin gehabt, drin lassen vom Pickup und ja. Böser Blick, Opplenlicht, Fernlicht. Ja, das ist er, der Yacht. Räder passen auch. Vielleicht sollte das eine Rad noch ein bisschen nach hinten verschieben. Yep. Das sollte ich vielleicht nur nach hinten verschieben. Werde ich auch noch machen. Aber sonst passt das schon ziemlich gut dazu. Und ja, den wird es auf Modhoster zum Download geben. Download-Link stelle ich in die Videobeschreibung. Brake-Light Extension. Flackert wieder. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch dann nur viel Spaß bei dem Mod. Fitting.